Hallihallo und willkommen zur 31. Folge des FIFA 13 Karrieremodus mit den Tottenham Hotspurs. Und ja, nachdem wir die letzte Folge ja so ein bisschen darüber gesprochen hatten, dass Bale vielleicht nicht mehr in der Form seines Lebens ist, die er letzte Saison, oder besser gesagt in der Form, die er letzte Saison hatte, hat er uns ja gut darauf schon versucht, das Gegenteil zu beweisen. Und darum, das will er heute natürlich auch wieder tun. Und zwar in einem ziemlich wichtigen Spiel direkt mal, zum Beispiel gegen Manchester United, die auf Platz 4 sind und wir auf Platz 1. Gut, der Abstand ist jetzt noch nicht so riesig, aber mit einem Sieg könnte man Man U schon mal auf 6 Punkte wegschieben. Und das wäre zu dem Zeitpunkt der Saison, finde ich zurzeit, nicht das Allerschlechteste, was man tun könnte, jetzt schon 6 Punkte zu haben. 6 Punkte Vorsprung wäre mit einem Sieg auf jeden Fall ja, möglich. Andererseits, wenn Man U gewinnen sollte in Tottenham, dann sieht das Ganze natürlich so aus, dass Man U zumindest mal mit uns gleichzieht. Aber darüber wollen wir erstmal nicht reden, denn es ist, na klar, 26. Minute, Gareth Bale mit dem 1:0, nachdem ins Schönsteig geschickt wurde. Aber Man U war direkt hellwach nach dem Tor. Valencia auf der Gegenseite wird gezogen, wird gehalten, gibt keinen Elfmeter, aber der Ball geht am Ende ganz, ganz, ganz knapp vorbei. Da hätte es schon fast 1:1 gestanden. Nach diesem Pass von ins Land der Ball Lewandowski und der scheitert leider Gottes knapp an Lindegaard im Tor, glaube ich. Ins setzt sich hier nochmal gegen Raphael durch, scheitert aber wieder am Keeper. Lewandowski holt ihn sich ein weiteres Mal, versucht dann irgendwie an Raphael vorbeizukommen, wird nicht richtig attackiert, aber wieder der Keeper im Weg. 45. Minute, dann kommt es ja, wie es kommen muss oder etwa nicht. Anderson mit Glück landet der Ball bei Shinji Kagawa und ja. 45. Minute, das 1:1, aber ins direkt nach der Halbzeit mit der Riesenchance. Ball kommt zu Lewandowski. Und in der 48. Minute steht es wiederum 2:1. Partie wieder einmal gedreht, also wieder in Führung und wieder direkt vom Anschluss weg. Man U hellwach, der Ball landet bei Danny Welbeck. Und unsere schöne Führung ist auch schon wieder dahin. 50. Minute 2:2. Ein sehr, sehr, sehr actionreiches Spiel, muss man ja sagen. Hätte ich natürlich nicht gerne so, zumal wir zu Hause spielen. Aber Thomas Ince, ein weiteres Mal bringt er uns in Führung in der 65. Minute. Das 3:2. Sollte das die Entscheidung sein, wer weiß, direkt im Gegenzug quasi. Minuten später ist es Kagawa, der den Ball rausbringt zu Robin van Persie. Und da fehlen nur Zentimeter, die zum Ausgleich fehlen. So können wir erstmal wieder beruhigt in unseren nächsten Angriff starten mit der 1-Tor-Vorsprung. Lewandowski setzt sich hier durch auf der Außen, schießt und da fehlt nicht viel zu seinem Doppelpack. 90. Minute schon, Bale nur mit dem Ballverlust, aber es sollte reichen. 3:2 gewinnen wir am Ende zu Hause. Ja, ich würde sagen, sehr verdient gegen Manchester United und können damit schon mal auf Man U einen 6-Punkte-Vorsprung ausbauen. Und das ist auf jeden Fall im Hinblick auf die hoffentlich kommende Meisterschaft schon mal ein ordentliches Polster, das wir uns da aufgebaut haben. Ich meine, diesem Zeitpunkt der letzten Saison war es eher andersrum. Da hatte Man U schon diesen gewissen Vorsprung auf uns aufgebaut. Also nee, es war gar nicht Man U, sondern Chelsea und City, die erstmal ganz woanders rumdümpeln zu diesem Zeitpunkt. 3. Minute in der zweiten Runde oder ersten Runde des Capital One Cups. Castaños mit diesem schönen Tor. Und das 1:0. Dieser Castaños wird dann direkt wieder geschickt. Obiang auf Castaños, der musste eigentlich rüberlegen. Aber der war heiß auf seinen zweiten Treffer. Scheitert am Ende aber knapp an sich selbst. Und jetzt aufgepasst, Townsend, der diesmal spielen durfte, nagelt den Ball aus gut 25, 30 Metern in unter die Querlatte. 35 Minuten gespielt zu diesem Zeitpunkt. Wunderschönes Tor. 2-3 Schritte gelaufen und dann zack, liegt das Ding unter der Latte. So Tore, gut, für ein Ultimate-Team-Spiel wäre das auch ein schönes Tor, aber nichts Überragendes. Ich finde, für ein Karrieremodus-Tor ist es schon ein ziemlich, ziemlich geiles Tor. Zumal ja Townsend jetzt kein Spieler ist, der die überragenden Werte hat. Castaños fast mit dem 13 und der endgültigen Entscheidung. So blieb Northampton aber weiter in der Partie. Und dadurch blieb die Partie natürlich spannend. Weil ich noch eben kurz sagen wollte zu Townsend, ja, das 2:1 fällt gerade. Toll, plötzlich wieder super spannend. Nein, das Townsend-Tor ist für ein Karrieremodus-Tor, finde ich, ziemlich geil. Zumal er einfach ein nicht so hoch bewerteter Spieler ist, kaum einen guten Longshot hat. Wenn man sowas mit Bale erzielt, sagt man, okay, der hat 95 Longshots und 95 Schusspower oder sowas. Der ist jetzt mehr, als er eigentlich hat. Aber mit Townsend, der hat vielleicht 70 Longshots oder so. Und das ist im Ultimate-Team schon deutlich besser als in der Karriere. 3:1 dann
dann wieder durch Townsend, der eine kleine Gala-Vorstellung hinlegt. Und nach dieser letzten Chance von Northampton, ja, ziehen wir letztendlich sehr souverän mit Perrin im Tor in die nächste Runde des Pokals ein. Yay! Bisher eine sehr, sehr erfolgreiche Episode. Beides mal 3 Tore erzielt. Beides mal leider nicht ohne Gegentor geblieben. Aber das ist jetzt ja letztendlich auch nicht so tragisch, solange man die Spiele gewinnt. Das heißt zwar, die Spiele, nein, Meisterschaften gewinnt eine Abwehr oder sowas, weiß ich auch nicht. Aber wenn man genug Tore erzielt, um die manchmal auftretenden Abwehrdefizite zu überwinden, dann ist das Ganze eigentlich Grund genug, um Freude zu haben. Ja, als nächstes geht es gegen Newcastle, die letzten 3 Spiele gewinnen konnten. Eins davon im Pokal gegen Brighton, aber vorher 2-mal gewonnen. Wir befinden uns zurzeit immer noch auf Platz 1, Nummer 1, ein Punkt vor Everton, wenn ich es richtig gesehen habe. Und diese Partie beginnt mit der ersten Chance und dem Elfmeter. Nach 8 Minuten gibt es direkt einen Elfmeter. Newcastle muss das erste Mal zittern. Unser etatmäßiger Schütze ist mittlerweile ja David Alaba und der nagelt das Ding unter die Latte. Ball springt nochmal raus. Ich dachte, ich müsste nochmal eingreifen. Aber der Schiri entscheidet, dass der Ball hinter der Linie war und diesem Urteil vertraue ich einfach mal blind in dieser Situation. Ne, wieso auch nicht. Also das 1-0 und wir wollten natürlich direkt nachlegen. Lewandowski am Ball mit dem Schuss, abgefälscht leicht, glaube ich, oder auch nicht, ist ja auch egal, Ball geht auf jeden Fall knapp vorbei und wir müssen weiter auf ein zweites Tor warten. Wie lange ist die Frage? Isco mit der nächsten Möglichkeit, wieder knapp vorbei. Newcastle fand überhaupt nicht stand in dieser Partie, Isco probiert es jetzt wieder, schöner Pass raus auf Jess Rodriguez, der mit der direkt mit der Flanke, Bale mit dem Fallrückzieher, das hätte doch ein schönes Tor geben können. So bleibt es weiter beim 1-0 und eher brotlose Kunst, so wie man ja sagt. Und plötzlich erste Chance für Newcastle und der Ball landet fast im Netz. Gutierrez damit der Chance. Wir wollen das Ganze aber so nicht auf uns sitzen lassen und wollen natürlich direkt wieder zurückschlagen. Gareth Bale, nächste Situation. Keeper ist rechtzeitig unten und zwar Tim Krul, wenn ich mich nicht irre, wenn er noch das spielt. Lewandowski dann mit der nächsten Chance, aber diesmal landet der Ball auch im Tor. 53. Minute, das 2-0 und damit war die Partie ja eigentlich gegessen. Gutierrez aber dann plötzlich mit diesem Ball für Cissé, der kommt raus, also nein, Loris kommt raus und der Ball schlägt Zentimeter neben dem Tor ein. Das hätte nochmal richtig spannend werden können. Stattdessen 73. Minute Lewandowski und wieder knapp vorbei. Er trifft mir einfach zu selten aufs Tor. Er ist immer in guten Positionen, hat einfach einen richtig geilen Schuss, aber irgendwie trifft er zu selten das Tor. Das hoffe ich, wird er im Laufe der Saison nochmal abstellen. Nochmal eine Chance für Newcastle, aber auch dieser Ball wollte nicht reingehen und so blieb es am Ende beim 2-0. Wir haben 3 Siege in dieser Episode eingefahren und darauf lässt sich natürlich aufbauen. Wir wollen das Ganze natürlich so weiterführen. Hier nochmal ein kurzer Mannschaftsbericht. Wir sehen, was schon letztes Mal fertig war. Unser zweiter Spieler auf 90 ist also Hugo Lloris nach Gareth Bale, der zweite Spieler, der diese magische Marke erreicht hat. Wer wird der dritte sein? Wird das Lewandowski? Zum jetzigen Zeitpunkt ist das auf jeden Fall das Wahrscheinlichste anzunehmen. Ja, wir sind allerdings auch schon wieder fast am Ende der Episode angelangt. Ich würde natürlich, wenn es euch gefallen hat, über eine Bewertung von euch freuen und ansonsten ja, will ich gerne mal wissen, was denn eure Meinung ist. Wer sollte, falls Lewandowski nicht wirklich in Trab kommen diese Saison, auch wenn er bisher gemacht hat, aber er verschießt mir einfach zu viel. Eurer Meinung nach Lewandowski ersetzen, wer der beste Stürmer, der ihn ersetzen sollte? Lasst mir es doch mal wissen, wen ihr da gerne sehen wolltet, falls er es nicht bringt. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.